Anfang März 1978. Ein Privatjet im Anflug auf den Flughafen Berlin-Schönefeld. An Bord ein schwerkranker Mann, der Kinderarzt Dr. Wadi Haddad. Er leidet an rätselhaften Symptomen. Seine letzte Hoffnung, die Charité in Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR. Für Geheimdienste in aller Welt ist der Palästinenser kein Unbekannter. Er gilt als Drahtzieher zahlloser Terroranschläge, Attentate und Flugzeugentführungen. Seine letzte Aktion liegt erst wenige Monate zurück. Im Oktober 1977 haben seine Leute von Mallorca aus die Lufthansa-Maschine Landshut entführt. Haddad will damit die RAF unterstützen, die Arbeitgeberpräsident Schleyer in ihrer Gewalt hält, um Gesinnungsgenossen freizupressen. Das Ende ist bekannt. Der Flugkapitän wird erschossen, die Maschine in Mogadischu befreit, Schleyer ermordet. Bislang nicht bekannt die Rolle der Geheimdienste in diesen Wochen. Unsere Spurensuche gewährt erstmals Einblicke. Alles beginnt und endet mit Wadi Haddad. Der israelische Mossad jagt ihn seit Jahren. Bei der Ankunft in Berlin weiß er längst, dass er jetzt selber Opfer eines Anschlags geworden ist. Haddad wird im März 1978 von einem Vertrauten nach Ost-Berlin begleitet. Als die Privatmaschine in Berlin gelandet war, weigerte er sich, dass ihm irgendjemand beim Aussteigen aus dem Flugzeug half. Er stand da wie ein General, schüttelte Hände und dann zum Krankenwagen. Die Deutschen und eigentlich alle wussten, dass die Situation, seine Situation, sehr schwierig war. Ihm war klar, dass sie ihn vergiftet hatten. Er war ja selbst Mediziner und er hatte mit seinen Ärzten die Blutwerte und Laborergebnisse besprochen. Aber Wadi hoffte noch immer, es bliebe Zeit, das Gift zu identifizieren. Denn wenn man die Zusammensetzung fände, könnte er überleben. Unter strengster Geheimhaltung wird Haddad durch einen Hintereingang in die Charité eingeliefert. Sein Deckname Ahmed Dougli. Auch die Ärzte an der Charité sind ratlos. Es gibt keine Hoffnung mehr. Wadi Haddad was aware since a long time. Wadi Haddad war sich seit einer langen Zeit darüber im Klaren, dass die Israelis hinter ihm her sind. Er wusste, dass jeder Palästinenser, der Bomben und Waffen gegen Israelis einsetzt, zum Tode verurteilt ist. Am 28. März 1978 stirbt Wadi Haddad. Er wird in der Charité unter seinem Decknamen Ahmed Dougli obduziert. Die Rechtsmediziner gehen von einer Vergiftung aus, können das Gift aber nicht identifizieren. Die Befunde lassen sich als einen offensichtlich toxisch-nutritiven Leberschaden deuten. Also eine Giftaufnahme über die Nahrung. Ein hochrangiger Funktionär kam zu uns ins Hotel. Er sagte, ich warne euch. Ab sofort solltet ihr darauf achten, was ihr zu euch nehmt. Tee, Kaffee, Gewürze, alles, was über die Geschmackszellen der Zunge geht. Wir schauten ihn fragend an. Er sagte, Haddad muss über diese Zellen seines Körpers vergiftet worden sein.
In deutschen Tageszeitungen, aber auch in der Weltpresse, rätselte man damals über das Ende des Terrorchefs in Ost-Berlin. Starb er an Krebs? War sein Tod vielleicht sogar nur fingiert? Wir haben uns in London mit Bassam Abu Sharif getroffen, der dort gerade seine Tochter besucht. Abu Sharif war einer der engsten Vertrauten und Wegbegleiter Haddads und später Arafats. Der Mossad schickte ihm 1972 eine Briefbombe ins Haus, die schwere Verletzungen hinterließ. Sie zerfetzte seine Hand und zerstörte seine Trommelfelle. Es war die Rache der Israelis für eine Operation Wadi Haddads, bei der Abu Sharif das Kommando geführt hatte. Rückblick. September 1970, 7,5 Jahre vor Haddads Tod. Palästinensische Terroristen haben 3 Passagiermaschinen zur Landung in der jordanischen Wüste gezwungen. Der damalige ARD-Korrespondent. Von den Kapitänen war eine Nachtlandung verlangt worden bei Fackelbeleuchtung. Die Piste besteht aus Wüstensand und sonst aus nichts. Das nennt sich Flughafen der Revolution. Der Kommandochef redet davon, dass man nur über die Passagiere sprechen soll, nicht über die Zustände in der Maschine selbst. Mit dem Anschlag unter dem Kommando von Bassam Abu Sharif, den Wadi Haddad aus der Ferne beobachtet, sollen Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freigepresst werden. Der israelische Geheimdienst Mossad fand heraus, dass Wadi Haddad hinter diesen Entführungen steckte. Und so wurde er zu einem Ziel der Israelis, um ihn an weiteren Terroranschlägen zu hindern. Wadi wusste, dass die Israelis hinter ihm her waren. Und er spielte da ein tödliches Spiel mit ihnen. Aber sie hatten ihn nie erwischt. Sie hatten seine Häuser und Wohnungen zerstört und dabei viele Menschen getötet. Alles vergeblich. Die Israelis hatten ihn schon in Beirut zu liquidieren versucht. Sie mieteten ein Apartment direkt gegenüber von seiner Wohnung, schickten ein paar Raketen hinüber, aber er wurde nur verletzt. Die Frauen und Kinder werden freigelassen, die Männer verschleppt. Dann lässt Abu Sharif die Maschinen in die Luft jagen. Aaron Klein ist ehemaliger Captain des israelischen Militärgeheimdienstes. Er arbeitet heute als Journalist und Buchautor. Dank seiner alten Kontakte konnte er verdeckte Operationen des Mossad gegen palästinensische Terroristen bis in viele Details recherchieren und veröffentlichen. Wir haben uns in Tel Aviv mit Aaron Klein verabredet. Nach der Entführung der Passagierflugzeuge in die jordanische Wüste sei es Schlag auf Schlag weitergegangen, erzählt Klein. Man kann Haddad den Osama Bin Laden der 70er Jahre nennen, denn er war wirklich der führende Kopf, sehr klug, den Sicherheitsorganen in Israel und anderen Ländern immer einen oder zwei Schritte voraus. Der nächste Schritt. Am 30. Mai 1972 richten japanische Terroristen am Flughafen von Tel Aviv ein Blutbad an, im Auftrag von Wadi Haddad. Es war eine Gruppe von 3 japanischen Terroristen, die hier in Israel gelandet haben. Und sofort haben ihre Maschinenpistole genommen und mehr als 30 Leute niedergeschossen. Wadi Haddad hat wirklich die Terrorwelle entwickelt und eine Aktion nach der anderen. Und er ist immer wieder mit originellen Ideen aufgekommen. Und so hat man sich entschlossen, man muss mit Wadi Haddad etwas machen. Gad Shimron ist unser 2. Experte und Zeitzeuge in Israel. Er trat Mitte der 70er Jahre in die Dienste des Mossad, wurde zum Agenten ausgebildet, leitete eine Reihe von Auslandseinsätzen.
Die palästinensischen Terroristen um Wadi Hadad seien damals von der Sowjetunion und der DDR systematisch unterstützt worden, sagt Shimron. Denn während des Kalten Krieges waren die Gräben zwischen Israel und dem Ostblock tief. Was übrigens spätere Freundschaften zwischen Agenten auf beiden Seiten nicht ausschloss. Nach dem Fall der Mauer lud Shimron den legendären Meisterspion der Staatssicherheit Mischa Wolf nach Israel ein. Die beiden Ex-Profis verstanden sich prächtig. Zurück zu Wadi Hadad. Der operiert Anfang der 70er Jahre von Beirut aus. Und er pflegt dort engen Umgang mit dem KGB-Offizier der sowjetischen Botschaft. Wir wissen, dass Wadi Hadad eigentlich ein Agent von KGB war und mit Russen sehr gut zusammengearbeitet hat. Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Der KGB bekommt Informationen und Hadad sowjetische Waffen für seine Anschläge. Natürlich war es. Ich brauche für meine Gruppe, für meinen Kampf, für die palästinensische Sache Waffen. Wo kriege ich sie und wie mache ich das? KGB-Dokumente aus jener Zeit belegen die Verbindung. Unsere Beziehungen mit W. Hadad erlauben uns eine partielle Kontrolle und eine Beeinflussung im Interesse der Sowjetunion. Auch das Regime in Ost-Berlin unterstützt den Terrorchef, lässt ihn aber gleichzeitig genauestens überwachen. Ein ganzes Heer von Spitzeln des Ministeriums für Staatssicherheit ist auf Wadi Hadad und seine Vertrauten angesetzt. Wir erhoffen uns deshalb neue Erkenntnisse im Stasi-Archiv in Berlin. Eine Menge noch immer unausgewerteter Akten lagern hier. Wir fragen uns, wusste man in Ost-Berlin, dass Hadad auf einer Todesliste des Mossad stand? Und wie gut war die Stasi über Hadads Operationen informiert, wie die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut? Im Visier der Stasi, so finden wir heraus, ein enger Vertrauter Hadads. Sein Name Adnan Shatoub. Aus dem Bericht eines Stasi-Agenten. Shatoub führt aller Wahrscheinlichkeit nach eine Kuriertätigkeit durch. Angeblich habe er ebenfalls Kenntnis über geplante Flugzeugentführungen. Bagdad, Anfang 1976. Wadi Hadad hat seine Kommandozentrale inzwischen in die irakische Hauptstadt verlegt. Das Pflaster in Beirut ist ihm zu heiß geworden. Er will sein internationales Terrornetzwerk ausbauen. Dabei sollen die deutschen Genossen von der RAF eine wichtige Rolle spielen. Der RAF ging es vor allen Dingen darum, Ausbildungsmöglichkeiten, Trainingsmöglichkeiten und auch ein Rückzugsgebiet zu bekommen. Er war genau informiert, genau vorbereitet, wusste auch, was es uns ankommt, hat sofort zum Beispiel auch die Stammheimer angesprochen, namentlich auch. Ja, der wusste, was er machte. Für ihn war nicht der ideologische Hintergrund das Wichtige, sondern dass die Infrastruktur stimmt. Und auf der Ebene haben wir uns ganz gut verstanden. Hadad pendelt zwischen Bagdad und dem Südjemen. Dort werden in einem Lager sehr bald Terroristen aus aller Welt ausgebildet. Ja, da wurde geschossen, zum Beispiel mit Pistolen. Das waren russische Modelle Makarov, Tokarev und bis hin zu schweren russischen Maschinengewehren. Die eine hieß Balalaika, die hatte eine Rundmagazine. Ne? Es wurde mit Raketen geschossen, mit Panzerfausten. Ja, dann wurde mit Sprengstoff ein bisschen hantiert. Die waren bewaffnet bis an die Zähne. Die hatten da ein Munitionsdepot gehabt, das war voll bis oben hin mit Sprengstoff. Die Staatssicherheit in Ost-Berlin ist bestens informiert. Enge Kontakte bestünden zu Mitgliedern der RAF. Angehörige dieser Gruppierung würden in speziellen Trainingslagern ihrer Organisation ausgebildet. Wadi was
Wadi war ein Meister darin, erfolgreiche Kämpfer zu formen. Wie ein Regisseur, der erfolgreiche Schauspieler produziert. Tel Aviv, Frühjahr 1977. Seit 7 Jahren versucht der Mossad inzwischen, Wadi Haddad zu liquidieren. Doch sein Umzug in den Irak und seine Abdeckung durch den KGB haben die Sache nicht einfacher gemacht. Jahre zuvor ist es der Mossad-Zentrale in der Shaul HaMelech gelungen, einen Mitarbeiter von Haddad zu rekrutieren. Sie hatten eine sehr gute Quelle im direkten Umfeld von Wadi Haddad, einen seiner engsten Helfer. Sie besaßen also einen Zugang, kamen an ihn heran. Gad Shimron zeigt uns, wo damals die Liquidierungen palästinensischer Terroristen generalstabsmäßig geplant und vorbereitet wurden. In einem der oberen Geschosse der Mossad-Zentrale. Fantasie und Kreativität hätten dabei immer eine wichtige Rolle gespielt, sagt er. Besonders im Fall von Wadi Haddad. Nach mehreren Anschlägen seiner Terrorgruppe im Jahr 1976 habe ein Attentat auf ihn keinen weiteren Aufschub geduldet. Die Frage war nur, wie? Im Mossad damals, auch die verrückteste Ideen, hat man gesagt, interessant, schreib ein Papier bitte, lass uns sehen, zeig uns, was du meinst. Wir werden nachsehen, vielleicht ist es möglich. Die Israelis kamen mit einer brillanten Idee, wie man ihn töten könnte. Die Idee war, ihn zu vergiften. Wir sprechen Bagdad von Saddam Hussein. Heute haben wir schon vergessen, was für ein Regime war damals in Irak. Ja, und dort zu operieren war es nicht einfach. Und dann der einzige mögliche Waffen ist eine Vergiftung. Manchmal man sieht einen Film aus Hollywood und sagt, ah, das ist unmöglich, so etwas passiert nicht. Es passiert. Es passiert auch viel besser und viel öfter, als man denkt. So ist das. Im Frühjahr 1977 liegt der Plan, Wadi Haddad zu vergiften, fertig auf dem Tisch. Jerusalem, im Mai 1977, ungefähr um die gleiche Zeit. Menachem Begin ist zum neuen israelischen Regierungschef gewählt worden. Sein erster Besuch gilt der Klagemauer, einer der höchsten religiösen Stätten des Judentums. Begin möchte die Aussöhnung mit dem Nachbarland Ägypten vorantreiben. Auch der ägyptische Präsident Sadat hat sein Interesse durchblicken lassen. Doch dessen Leben scheint stark gefährdet. Ein Kommando von Wadi Haddad sei bereits unterwegs nach Kairo, erfährt Begin einige Tage nach seiner Amtseinführung vom Mossad. Er habe deshalb keine Sekunde gezögert, das Todesurteil gegen den palästinensischen Terrorchef zu unterzeichnen, als letzte Instanz, sagt Aaron Klein. Wenn es einen fertigen Plan gibt, müssen sie dem Premierminister alle Details offenlegen. Er wird Fragen stellen und sie werden dann seine Einwilligung für die Hinrichtung bekommen. Mossad ist keine Mafia-Organisation, es ist ein Nachrichtendienst der einzigen Demokratie zwischen Marokko, also Marrakesch und Kabul. Und so etwas passiert nicht ohne die Zustimmung der politischen und gewählten Bereich. Das ist ein bisschen bürokratisch, muss man auch sein. The idea that was cooked in Mossad headquarter was to put the Die Idee, die im Mossad Hauptquartier ausgebrütet wurde, war, das Gift in Schokolade zu injizieren, weil Wadi Haddad als süchtig nach Schokolade galt, vor allem nach Pralinen aus Belgien. Wir haben jedes Mal mehrere Taschen damit runtergebracht aus dem Duty Free und da war auch immer Schokolade dabei. Und Pralinen, belgische Pralinen nicht zu vergessen. Der Maulwurf des Mossad soll Haddad die vergifteten Pralinen aus Europa mitbringen. Das ist der Plan. Brüssel, vermutlich im September 1977.
Der Grand Place ist erste Adresse für die Liebhaber belgischer Pralinen. Eine Schokolaterie liegt neben der anderen. Der Maulwurf soll häufig nach Brüssel gekommen sein, wenn er in Europa unterwegs war. Und jedes Mal soll er dabei irgendwo das edle Konfekt gekauft haben. Als Mitbringsel für den Boss in Bagdad. Derweil in Bonn. Im Bundeskanzleramt tagt der Krisenstab. Bundeskanzler Helmut Schmidt will der Forderung der RAF in keinem Falle nachgeben. Am 5. September war Hans-Martin Schleyer von Terroristen entführt worden. Seine Begleiter starben im Kugelhagel des RAF-Kommandos. Die Regierung soll gezwungen werden, die in Stammheim einsitzenden Gefangenen freizulassen. Zur selben Zeit präpariert ein Mossad-Team die Pralinen. Heimlich, denn der Maulwurf soll nichts davon erfahren. So hat es Aaron Klein nach Informationen aus erster Hand rekonstruiert. Dieser Agent, den die Israelis rekrutiert hatten, war in der Lage, sich frei zwischen Bagdad und Europa zu bewegen, um alle möglichen Aufgaben zu erledigen. Er wusste nicht, dass er die vergiftete Schokolade nach Hause bringt. Denn sonst hätte ihm Wadi Haddad womöglich seine Nervosität bei der Übergabe angesehen und geahnt, dass etwas nicht stimmt. Und dann hätte die Gefahr bestanden, dass er die Pralinen nicht isst. Die meisten Agenten wissen nicht die genauen Details ihrer Mission. Sehr oft werden sie, was wir als ignorante Agenten nennen. Sie denken, sie machen A, aber eigentlich machen sie B. Der Plan gelingt. Haddad genießt die ihm untergeschobenen Pralinen. Und er genießt sie allein. It was a very silent assassination. The Mossad used the Es war eine absolut geräuschlose Hinrichtung. Der Mossad benutzte ein langsam wirkendes Toxin, damit keine Spuren im Blut zurückblieben, die den Verdacht schüren könnten, jemand habe ihn vergiftet. Sie wollten, dass es wie eine natürliche Erkrankung aussieht. Jahre später erfährt die DDR-Staatssicherheit, vermutlich von einem ihrer Agenten in Israel, Wadi Haddad soll ein im Blut nicht nachweisbarer Giftstoff verabreicht worden sein. Das mit Langzeitwirkung reagierende Mittel sei Ursache des schnellen körperlichen Verfalls und späteren Todes in der DDR gewesen. Bagdad, Ende September 1977. Einige der Schleyer-Entführer haben sich aus Europa zurückgezogen. Ihnen offeriert Haddad eine zusätzliche Operation, um den Druck auf Bonn zu erhöhen. Er hätte zwei Aktionen anzubieten. Das eine wäre die deutsche Botschaft in Kuwait und das andere die Entführung einer deutschen Maschine. Da wurde natürlich nicht gesagt, Lufthansa, Mallorca. Und das Ergebnis war eigentlich einstimmig, ja. Und zwar nicht zu der Botschaftsbesetzung in Kuwait, sondern die Flugzeugentführung. Palma de Mallorca, Anfang Oktober 1977. Nach und nach treffen Haddads palästinensische Terroristen ein. Wegen der laxen Sicherheitsvorkehrungen ist der Flughafen von Palma als Ausgangspunkt der Entführung ausgewählt worden. Die Terroristen checken in verschiedenen Hotels ein, geben sich als Touristen aus. Anführer des Kommandos ist ein Mann, den Haddad schon mehrfach mit Anschlägen betraut hat. Das Kommando gibt sich unauffällig. Besichtigt die Attraktionen der Inselhauptstadt. Das illustrieren später aufgefundene Fotos der Palästinenser. Sie warten offenbar auf letzte Instruktionen aus Bagdad und auf die Waffen für die Flugzeugentführung, die Tage später eintreffen. Das letzte Foto von einem der Terroristen. Am 13. Oktober 1977 um die Mittagszeit hebt die Landshut vom Flughafen Palma ab. Wenn Sie links aus dem Fenster schauen, haben Sie einen wunderschönen Blick auf die Stadt. 86 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder auf dem Weg zurück nach Frankfurt.
Auf der Höhe von Marseille übernimmt das Kommando die Gewalt über die Maschine. Die Palästinenser haben sowjetische Pistolen an Bord geschmuggelt. Außerdem Handgranaten und Plastiksprengstoff. This is Captain Mahmoud speaking. Of the Phantom Operation. I take over. This airplane is now under my command. Bagdad, zur gleichen Zeit. Wadi Haddad liegt geschwächt danieder. Das Gift zeigt offenbar Wirkung. Erste Blutuntersuchungen haben alarmierende Ergebnisse gebracht. Wenn ich mich recht entsinne, muss das erste Mal, dass wir darauf zu sprechen kamen, wohl irgendwann Oktober, November gewesen sein. Wo er dann bei einem Gespräch gesagt hat, da ist was festgestellt worden, das ist noch nicht abgeklärt, so in dem Rahmen. Ich hatte es aber auch schon vorher bemerkt. Er fing langsam an, abzubauen. Das war sichtlich. Und er hielt es offensichtlich auch für wichtig, da mit mir direkt drüber zu sprechen. Es war eine seltsame Situation, weil er war wirklich total schwach. Während die Landshut ihre Odyssee durch den Nahen Osten beginnt, muss Wadi Haddad in Bagdad seine Aktivitäten erheblich einschränken. Bericht eines Stasi-Agenten über ein abgehörtes Gespräch des Haddad-Vertrauten Shattoub. Mogadischu. Es wird davon berichtet, dass Wadi Haddad zu dieser Zeit erkrankt war. Die Ärzte in Bagdad wissen keinen Rat. Haddads Blutwerte verschlechtern sich in rasantem Tempo. Around October 1977, he almost collapsed, you know, he's losing weight. Im Oktober 1977 brach er fast vollständig zusammen. Er verlor Gewicht, aß nichts mehr, er wurde sehr, sehr krank. Alle möglichen Gerüchte kamen auf. Wenn er nicht mehr in der Lage ist, seine Operationen zu überwachen, wurde da vielleicht etwas absichtlich gemacht? Hat ihn irgendjemand vergiftet? My analysis in, when he was ill, meine Schlussfolgerung, als er so krank wurde, war, dass sie Haddad vergiftet hatten. Die Symptome sprachen dafür. Sein Haar fiel aus. Seine Aufmerksamkeit für bestimmte Dinge sank. Seine roten Blutkörperchen gingen ständig weiter zurück. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Dubai weigern sich die Terroristen aus der entführten Lufthansa-Maschine, wenigstens die Frauen und Kinder freizulassen. Seit zwei Tagen steht die Landshut in glühender Hitze auf dem Flugfeld in der Wüste. Entführer, Besatzung und Passagiere warten auf den Ablauf des Ultimatums. Wird die Bundesregierung den Forderungen der RAF und Haddads nachgeben? Wenn er in dieser Phase nicht aktiv zur Verfügung stand oder nur begrenzt sich an den entscheidenden Stunden zur Verfügung stand, dann hat dies sicherlich zu einer erheblichen Schwächung und zu einer Irritation der Gesamtbedingungen beigetragen. In Aden läuft die Operation vollends aus dem Ruder. May I speak to you, sir? Lufthansa-Kapitän Jürgen Schumann wird erschossen. Erst in Mogadischu gelingt es der aus Deutschland nachgeflogenen GSG 9, die Landshut zu stürmen. Köpfe runter! Köpfe runter! Hangar ausgeschaltet! Drei der vier palästinensischen Terroristen sterben, alle Passagiere überleben.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Geiseln an Bord der entführten Lufthansa-Maschine sind befreit und wieder zurück in der Bundesrepublik. Wurde die Flugzeugentführung samt glimpflichem Ausgang davon beeinflusst, dass Wadi Haddad in den entscheidenden Stunden nicht als Regisseur zur Verfügung stand, weil er vom Giftanschlag des Mossad geschwächt war? In Bonn wird vor allem der somalischen Regierung für ihre Unterstützung gedankt. Winfried Ridder gilt als der beste RAF-Kenner in den deutschen Geheimdiensten. Er berät uns bei der Spurensuche. Ridder war in jenen Jahren Chefauswärter für den Linksterrorismus im Bundesamt für Verfassungsschutz. Die entscheidende Frage auch für ihn: Wusste der Mossad durch seinen Maulwurf im Umkreis von Haddad von der geplanten Landshut-Entführung? Und wenn ja, wie ist er damit umgegangen? Das ist natürlich die spannende Frage. Hat der Mossad primär an eigene Interessen gedacht? Ende September 1977. Während der Vorbereitung der Flugzeugentführung besaß der Maulwurf des Mossad offenbar direkten Zugang zu Haddad. Aus der Stasi-Überwachung des Haddad-Vertrauten Chatoub. Nach Meinung von Chatoub deuten bestimmte Umstände im Zusammenhang mit der Flugzeugentführung darauf hin, dass sich in der Führung Verräter befinden. This officer who worked, ein Offizier, der für den Mossad gearbeitet hat, sagte mir, und das hat mich natürlich schockiert, dass dieses Gift Wadi Haddad von jemandem untergeschoben wurde, der sehr engen Umgang mit ihm hatte. Er nannte keinen Namen, lehnte sogar ab, dessen Nationalität preiszugeben, aber er sagte, sehr eng. Ich kann dir den Namen nicht nennen, denn wenn ich das tue, werde ich dafür sehr streng bestraft. Wer so gut platziert ist, der wird natürlich alle terroristischen Aktionen gekannt haben, die von der Gruppe Wadi Haddad gedacht, geplant und organisiert worden sind. Aber warum wurde die Landshut-Entführung dann nicht verhindert? Bonn, Bad Godesberg, 1. Oktober 1977. Es sind noch 12 Tage bis zur Landshut-Entführung in Palma. In der Terrorismusabteilung des Bundeskriminalamtes gehen alarmierende Meldungen ein. Sie kommen aus Washington, nicht aus Tel Aviv. Wissen die Amerikaner mehr als die Israelis? Das BKA setzt sofort alle deutschen Sicherheitsbehörden in Kenntnis. Es ist zu befürchten, dass Terroristengruppen Flugzeugentführungen durchführen könnten, um den Forderungen der Entführergruppe von Schleyer Nachdruck zu verleihen. Ja, und was hätten wir machen sollen? Null. Flugzeugentführungen gab es immer. Von wo auch immer. Da können Sie nicht alle Flughäfen dicht machen. Wolfgang Steinke hat damals eine zentrale Position im Bundeskriminalamt. Nur wenn der Mossad sein komplettes Wissen offenbart hätte, sagt Steinke, wäre die Landshut-Entführung zu verhindern gewesen. Warum haben Sie uns das nicht mitgeteilt? Wenn nicht Ihre eigenen Leute oder Ihre eigenen Aktionen gefährdet gewesen wären. Das wäre ja eine Erklärung. Palma, 9. Oktober 1977. Noch 4 Tage bis zur Entführung. Im Hotel Belvedere an der Hafenpromenade treffen sich die Terroristen zu letzten Vorbereitungen. Dann bringen Kuriere die Waffen. 2 sowjetische Pistolen, wahrscheinlich aus einer Lieferung des KGB. Versteckt in einem Kosmetikkoffer und in einem Radio sollen sie an Bord geschmuggelt werden. Ebenso Handgranaten. In einem Reisebüro an der Avenida Jaime wurden bereits die Tickets für den Lufthansa-Flug mit der Landshut gekauft. Dass Mallorca Ausgangspunkt sein wird, dürfte der Mossad von seinem Maulwurf wissen
und ebenso der KGB von Wadi Haddad selbst. Doch die Sowjets haben kein Interesse daran, die Entführung zu verhindern. Und die Israelis fürchten um das Leben ihres Agenten. Flöge das Kommando in Mallorca auf, wüsste Haddad, dass es einen Verräter geben muss. Der Mossad hat das schon einmal riskiert, im Januar 1976, 1,5 Jahre zuvor. Rückblick. Bagdad, Anfang 1976. Wadi Haddad bereitet einen verheerenden Raketenanschlag auf eine israelische Verkehrsmaschine vor, am Flughafen in Nairobi. Der Maulwurf am Besprechungstisch meldet den Plan frühzeitig nach Tel Aviv, sodass der Mossad Haddads Kommando in Kenia abfangen kann. Wie ich Ende Februar 76 dort ankam, wurde ein gemischtes Kommando bestehend aus Palästinensern von Wadi Haddad und von Deutschen von der RAF wurde in Nairobi. Die wollten da ein El Al-Flugzeug vom Himmel holen. Der Anführer dieser Truppe war die rechte Hand von Wadi Haddad. Die wurden abgeschleppt von der Mossad, bevor sie das machen konnten. Es ist davon auszugehen, dass der Mossad sehr präzise Informationen hatte über das, was in Nairobi geplant war. Denn ohne die entsprechenden nachrichtendienstlichen Voraussetzungen hätte eine solche einmalige Festnahme eines ganzen Kommandos nicht stattfinden können. Hier ist also nachrichtendienstlich, sage ich ja mal als Experte, professionell gearbeitet worden, in einem Maße und in einem Umfange, wie es selten in dieser Phase zu beobachten war. Wadi Haddad erfährt zunächst nicht, dass der Mossad offensichtlich vorgewarnt worden war und in Nairobi zuschlagen konnte. Tel Aviv, Wochen später. Haddads Nairobi-Kommando befindet sich inzwischen in einem israelischen Gefängnis. Der Mossad hat die Terroristen bei Nacht und Nebel ausgeflogen. Dem Geheimdienst gelang es damit, einen Anschlag zu verhindern, bei dem möglicherweise hunderte israelischer Passagiere ums Leben gekommen wären. Um die Landsleute zu retten, ging der Mossad das Risiko ein, dass Haddad Verrat wittern und den Verräter in seinem engsten Umfeld entlarven könnte. Es ist der alte Konflikt. Man will einen Terroranschlag verhindern, aber man will natürlich auch die Quelle der Informationen schützen. Denn sonst hätte man beim nächsten Mal keine Quelle mehr. Sie würde aus dem Verkehr gezogen oder womöglich sogar umgebracht oder was weiß ich. Das zeigt die ganze Problematik nachrichtendienstlicher Arbeit. Wenn und je besser eine menschliche Quelle platziert ist, umso schwieriger ist häufig die Frage, wann, auf welchem Wege und wie werden quellengeschützte Informationen dann anderen Sicherheitsbehörden, anderen Regierungen zur Verfügung gestellt. Ein zweiter Fall Nairobi, diesmal in Mallorca, hätte das Leben des Maulwurfs noch stärker bedroht. Das sieht auch Gad Shimron so. Gab der Mossad also Informationen seines Agenten zur bevorstehenden Landshutentführung nicht an die Deutschen weiter, weil es nicht um Israelis ging? Das sieht Shimron anders. Es gäbe immer Wege, sagt er, die Sicherheitsorgane befreundeter Länder zu warnen. Man kann also ein Camouflage aufbauen und zum Beispiel, sagen wir, eine Flugzeugentführung. Ja, muss man nicht genau sagen, Lufthansa Flug 374 aus New Delhi. Kann man sagen, Lufthansa, Air France und BA, bitte Vorsicht, es gibt einen Plan, ein Flugzeug zu entführen. Aus den Akten der DDR-Staatssicherheit. Am Abend vor der Entführung erhielt auch die BRD von der Planung einer Flugzeugentführung Kenntnis, jedoch ohne Ort und Zeit, sodass die Aktion realisiert werden konnte. Was nützt eine solche unspezifische Information im Ernstfall?
sehr viel, weil wenn man es seriös zuhört, ja, und die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, das genügt manchmal. Ja, auf sowas können wir verzichten. Wenn es nichts Konkretes gibt, nehmen wir sowas nicht ernst. Stand für den Mossad zu viel auf dem Spiel? Da ist ja eigentlich nur der Schluss gerechtfertigt. Eigene Interessen waren im Spiel. Israelische. Nachrichtendienste sind da, um solche Fälle zu verhindern. Aber es stimmt, dass manchmal, und es gibt sehr viele Beispiele dafür, muss man schuldlose Leute opfern, um eine kritische Quelle zu schützen. Trauerfeier für Jürgen Schumann, den erschossenen Flugkapitän der Landshut. Ist er eines der unschuldigen Opfer, von denen Shimron spricht? War sein Tod der Preis für Israels Sicherheit? Jerusalem, 20. November 1977, 4 Wochen nach Mogadischu. Das Land ist in großer Erwartung. Der ägyptische Präsident Anwar el-Sadat ist nach Israel gekommen. Er spricht vor der Knesset. Der bahnbrechende Besuch wird 1,5 Jahre später zum Friedensabkommen von Camp David führen. Der Maulwurf des Mossad in Hadads Umgebung hat Wochen zuvor ein geplantes Attentat auf Präsident Sadat gemeldet und Menachem Begin die Erkenntnisse nach Kairo weitergeleitet. Der Maulwurf, der den Anschlag in Nairobi verhinderte, der Hadad in Bagdad vergiftete, sicherte wahrscheinlich also auch Sadats Leben und damit die Aussöhnung Israels mit Ägypten. Als Dr. Wadi Hadad Monate später in der Charité stirbt, bricht seine Terrororganisation auseinander. Aus der Sicht des Mossad war der Giftmord ein voller Erfolg. Der israelische Maulwurf in den Reihen der Palästinenser wurde übrigens bis heute nicht enttarnt. Um das Ziel zu erreichen, du spielst mit dem Teufel. Das ist Nachrichtendienst.